Und damit Hallihallöchen hier auf der Steppenbach. Jetzt wollte ich fast Winsbach sagen, so was. Mit dem Wiesel. Ja, moin. Und audiotechnisch dabei der Alex. Juhu. Wir haben uns dazu entschlossen, mal ein bisschen was zu verhökern. Ja, aber nur ein kleinen Teil. Weil es geht ja hier bald auf keine Kuhhaut mehr. Kriegen wir noch hier neue Ärger. Echt mal, guckt euch mal den Haufen an da. Ja genau, nimm den mal weg irgendwie, weil dann kann ich hier auch besser drehen. Wenn der Ding voll ist. Und dann probiere ich mal mein Glück, aber oh Gott. Ja, du musst, anstatt rechts in das Gelände reinzufahren, musst du links und dann rückwärts ganz knapp an der Tür vorbeidrücken. Nö. Irgendwie werde ich das schon mal. Bin jetzt zwar. Naja, können wir mal sehen. Kriegen wir hin. Und wenn nicht, ich bin mit dem Waldreher dann irgendwie bald hinter dir dann. Relativ bald. Ja, mal gucken. Muss irgendwie freichen überhaupt. Achso, ja, hier rechts hoch und dann links hoch und dann. Okay. Ach siehst du, ich habe mich vergessen wieder anzumelden als Admin. Ja, ist doch nicht schlimm. Ja doch, weil ich eigentlich mal sehen wollte, wie viel Geld wir haben. Dann, wenn das soweit ist. Also. Wenn wir jetzt, ja. Deswegen werde ich jetzt mal ganz kurz erstmal wieder in den Traktor einsteigen. Weil ich ja aus Versehen gesprungen bin, Drecksau. Nein, nicht den, danke. Und dann mal hier ganz fix mich mal als Admin einloggen. Was hältst du eigentlich davon, wenn du den Hänger gleich mal auf drei Achsen stellst, anstatt auf zwei? Muss, keine Ahnung. Weil der steht im Moment auf zwei Achsen, nicht auf drei. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe nichts umgestellt. Das? Maus kann Maus linke doch linke Maustaste und ich glaube dann rauf und runter oder seitwärts. Ah. Ja, jetzt steht er wieder schön gerade. Okay, ja cool. Wollte gerade sagen, ey. Ich habe doch an den Achsen nichts geändert. das Ding jetzt auf immer lief krumm und ja, steht wo es nicht stehen soll. So, aber egal. Tüdelü, tüdelü, tüla. Oh ja. Für die Rallala. Ist zwar nicht das schnellste Förderband, aber es funktioniert verdammt gut. Ja. Das hat auch einen ziemlich großen Aufnahmebereich. Sag mal so, um die Schnelligkeit geht's mir da gar nicht. Also hier so ein Durchfahrsilo, da stellst du das Ding mittig und dann hast du halt rechts und links sauber. Ja, ne? Also was das angeht, ist das Teil echt Wahnsinn. Mensch! Diese Wartezeiten. Ja gut, bei dir geht ja auch mehr als hier noch rein, ne? Ja. Was sind das? 55 oder 56? 51.000. Ja. Jo, da wollen wir mal. Viel Spaß. Wenn es nicht klappt, sagst du, bleibst einfach stehen, dann fahr ich rein. Ist ja auch nicht das Problem. Ja. Besser sich dann eingestehen können, dass es nicht funktioniert, wie nachher die Karre irgendwo. Naja, versenkt nicht unbedingt, aber festgefahren. Oder verkeilt. Ja, ne? Geht schneller als du gucken kannst. Darum ja. Und vor allem, weil man ja auch, ja, wie gesagt, ich bin ja immer noch
Ich würde ja immer noch gerne wissen, wer so dämlich war und so einen Trigger einzusetzen, aber. Der Mörder. Also, ja, das ist mir klar, aber wie kann man als Mörder so bescheuert sein? Also, sorry, aber. Ja, die Triggerbox selber ist groß genug. Ja, toll, die Box an sich bringt mir aber nichts. Richtig. Das ist das, was ich nicht ganz rall. Toll, ernsthaft? Willst du mir jetzt nicht sagen, dass die Brücke zu schmal ist für den Hänger? Nee. Ich hab mich nämlich da gerade festgefahren. Haha. Ist zwar nicht wie, aber irgendwo hänge ich gerade. Ah, jetzt. Das hätte mich jetzt sehr arg gewundert. Naja, aber wie gesagt, ich dachte, nee, geht nicht, aber ja, gut, etwas schief und krumm. Naja, was soll's. Jetzt geht's aber. Boah, ich hätte noch anders fahren können. Ja, ist egal. Ich komme schon da an, wo ich ankommen will. Eben. Jeder Weg führt nach Rom. Nur nicht jeder weg? Ja. Das ist das Traurige daran, ja. Ups, die nächste Brücke. Alter, willst du mich jetzt verärgern? Ich fahre innen an Sicht, weil so ein Bips ditch ich an. Ich weiß zwar nicht warum. Obwohl ich kerzengerade reinfahre. Wo hängt? Meine Fresse, wo willst du denn eher anhängen hier? Jetzt. Meine Herren. Macht der Einzelnober da. Nur wegen der kleinen Brücke da. Mann, Mann, Mann. Also jetzt ist aber hier mal und so, ne? Also. Kann ich ja auch nicht verstehen, ja. Komm rum jetzt! Was ist denn jetzt hier? Stau auf der A4 oder was? So in der Art. So, jetzt sind wir schon mal hier, genau. Fahren wir hier lang. Und fahren hinten wieder raus. Kommen dann genau dahin, wo wir hin wollen. Hoffe ich, zumindest. Tüdelü, tüdelü, tüdela. Jo, hat mich der KI wieder durch die Gegend geballert. Ja, wenn die dich treffen, du fliegst. Klar. Okay. Da fährst du rum. Jo. Ist auch ein interessanter Weg. Kommst du doch auch dahin. Sieht zumindest auf der Karte sehr interessant aus. Ist ein Feldweg. Weiß, man hätte oben rumfahren können, ja, aber nö. Bei dem Weg bin ich nämlich letztens auch schon gefahren. Also sieht zumindest interessant aus. Ja. Ich glaube, da werde ich dir gleich einfach mal hinterher eiern. Sonst verfahre ich mich nur darum. Ach ja. Wenn der jetzt mal ein bisschen Gas geben würde, würde das auch gehen. Ach, noch eine Brücke. Ach, wie schön. Liebe Brücken langsam. Aber die ist schön breit, das ist gut. Oh Gott, aber die Kurve ist hässlich. Oh Gott. Okay, ging. So, jetzt darf ich die Einfahrt, das wird er nicht verpassen, wie das letzte Mal. Bin ich dran vorbeigefahren. Passiert.
Hier war das noch nicht, ne? Nee. Doch, ziemlich. Echt, warst du? Bin sonst ins Water gefahren, glaube ich. Das letzte Mal, wenn ich mich nicht alles täuscht. Bin ich nur ins Water und dann run. Weißt du nicht, gell? Wo könnte hinkommen, ja. Stimmt. Ja, Sibi, steht hier mitten auf der Straße. Du, hä? Ach so. Ja, fahr hier rum raus. Weil da steht ein KI auf der Straße. Ach so. Und in die Straße musst du jetzt rein, damit du dann da rückwärts rausdrücken kannst. Warte, ich fahr weg. Das Ding war wieder wo? Ach so, hier hinten drinnen. Ja, du musst so wirklich ganz knapp an der Tür am Tor vorbeirücken. So, ja. Sind Tor richtig auf. Ja. Überall diese scheiß Bäume wieder. Oh. Ja, du musst sowieso ein ganz Stück zurück. So kommst du nämlich nicht rein. Richtig? Hm. Du musst quasi jetzt zurück, dann da in die Straße rein, wo der KI steht, und dann rückwärts rein. Naja, dann fahren wir da mal. Sei froh, ich habe das im Singleplayer mit dem 1050 probiert. Und der lenkt ja so super. Der 1050. Weißt du, was ich gerichtet habe? Ja, was mich hier aufregt, ist der KI. Hm. Der riecht mich sowieso auf. Guckst du, ob ich durch, also ob ich da passe? Bis jetzt, wenn du jetzt gerade rückwärts drückst, dürfte das fast gut aussehen. Du musst nur wirklich gerade rückwärts. Naja, der muss weiter rechts. Ja, lass kommen. Ja, und jetzt musst du ganz hart nach links, damit du rechts an dem Tor vorbeikommst. Ja, lass mal langsam kommen. Und jetzt, genau, gerade. Versuch gerade zu ziehen irgendwie. Und dann müsstest du eigentlich nur noch rückwärts. So rein von der Mathematik. Hm? Ja, oder drück mal bis ganz gerade durch und dann versuchst du vorwärts quasi ganz, ganz knapp hier dran vorbeifahren, einfach an dem Torbogen, aber so, dass du rauskommst halt irgendwie. Wäre doch gelacht, wenn wir zwei das nicht hinkriegen. Ja. Genau, und jetzt langsam schon einschlagen zum Rausfahren. Dass der hinten den Arsch noch ein bisschen rumzieht. Eigentlich dürftest du ihn langsam finden. Jetzt! Boah, Alter. Noch Fragen? Ja, nee. Definitiv nicht, aber das ist doch, Alter. Also ich meine, gut, jetzt weiß ich, wie es geht. Doch. Das ist doch, Gott, nee. Das ist mein Trigger. Ja. Also Ungeübte darfst du da nicht fahren lassen. Mhm. Definitiv nicht. So, und steht die komische Karre da immer noch? Ja, oh. Natürlich steht die komische Karre da immer noch. Ich wollte eigentlich da lang fahren jetzt, aber nein. Oh. Nö, jetzt fängst du an zu rangieren, für rauszukommen. Ja, ja.
dann fahr mal voraus. Ja, ich fahr voraus. Ich fahr dann hier über den Schweinezuchthof. Ja, ich fahr die eh gerade hinterher. Ja. Passt, oder? Ja, kommst vorbei. Hier müssen wir schon rennen. Ups. Du suchst dir aber geile Wege, Alter. Ja. Ist ja der blanke Horror. Toll, war mir doch klar, dass ich hier wieder eine Ecke. Vorhin hat es geklappt beim Rennfahren, aber hier. Hallo. Wo eckst du denn? Ja, bloß vorne an der Planke, also hier an. Ja. Hey, das wird doch nicht. Ja, ich kann auch was weiter rückwärts drücken, ne? Ja, warte mal. Ich muss bloß wieder hier. Ey. Was, wo häng ich denn hin? Ernsthaft? Och, nee. Weißt du was, ich fahre jetzt hier rum. Geradeaus und dann da rum. Das geht mir jetzt, das ist mir zu blöd. Brauchst du nicht. Ach so, kommen wir ja gar nicht. Ach Gott, ja. Da war ja was, da kommen wir ja nicht rum. Okay, ich drehe noch mal eine Runde. Um hier irgendwie wegzukommen, das geht mir auf die Nudel, ey. Überall steht irgendwas rum, ey. Aber ich. Diese Brücke ist definitiv nicht für sowas Großes gedacht. Nein. Siehst du. Unwahrscheinlich. Ja, deswegen. Aber man muss ja jeden Weg mal ausprobieren, ne? Jojo. Oh ja, jetzt hänge ich hier auch noch fest, Alter. Willst du ein bisschen rein hier? Mensch, komm rum mit deinem dicken Arsch, Junge. Mensch. Oh, nicht da hinter der Linke. Ja, dass diese Scheiße so alles Kolli haben muss, ey. Und da ist das ja alles so übel eng gebaut. Oh, ja. Oh, Alter. So rum bin ich. So. Fahre ich hier wieder mir ein Wolf. Natürlich, du kommst da vorbei, ne? Ja, natürlich. Naja. Moment da. Und da willst du mich jetzt rollen. Du hässlicher Stück Pisser. Oh, steht der immer noch da. Irgendwie habe ich das Gefühl, die KI hat sich im Moment irgendwie festgebackt. Ja. Weil die fahren ja nicht mal mehr. Nö, die meisten stehen einfach nur rum. Oh, ey, und hier. Oh, ich verkacke, hier komme ich ja auch nicht rum, ey. Oh, Leute. Das ist doch hier über den Schweinehof wieder. Ja. Ich frage es nur, warum haben die sich festgepackt? Bis vorhin sind sie so eins erfahren. I don't know. Vielleicht zu viele Kollisionen gehabt. Ja gut, das könnte es natürlich sein. So, fahren wir eben hier lang. War schlecken tralala. Merken fürs nächste Mal da nicht langfahren. Ja. Also hinzu geht, rückzu nicht. Weil der auch schon bekloppt ist, ne? Ja. Weil wie gesagt, hinzu, kein Ding. Ich meine, gut, mit Vorsicht zu genießen, aber man kommt rum, ne? Aber jetzt rückzu, hast du ja gesehen. Ich wäre gar nicht mit dem Arsch rumgekommen. Ja. So viel Platz war da gar nicht. Deswegen, Aber da frage ich mich manchmal,
tun die Map-Ersteller sich nicht irgendwie auch mal die Mühe machen und auch mal ihre Wege testen mit irgendwelchen etwas größeren Fahrzeugen? Ja gut, das ist die Frage. Hast du die Map überhaupt für große Fahrzeuge gedacht? Keine Ahnung. Weil wenn du die nicht für große Fahrzeuge denkst, dann... Naja gut, ja, aber man muss ja davon ausgehen, wie jetzt zum Beispiel Hackschnitzel oder sowas, da kannst du nicht mit kleinen Traktoren rankommen. Wie lange willst du denn da fahren? Und länger? Ja, das ist wohl wahr. Oh, hier vorne steht schon wieder KI-Verkehr, Alter. Was? Gott sei Dank steht er an der Seite, ey. Oh, ich müsste jetzt, glaube ich, genau da rauskommen, wo ich rauskommen will. Genau. Ha! Hat das wieder gemacht, du. Ja, ist es. Alter Profi. Ja, sowieso. Was denkst denn du? Alles andere wäre reiner Hohn. Ich bin ja eine Blitzbirne, ne? Ja. Danke. Ah, KI-Verkehr, der fährt. Ah, scheiße. Ja, darauf warst du jetzt nicht vorbereitet, ne? Nein. Weil ich immer noch davon ausgegangen war, dass die hier stehen. Aber nein, hier steht gerade gar nichts und ich lecke gerade. Alter, leck, leck, leck. Hallo? Kriegst dich mal wieder ein? Leck, leck. Alter. Ja, nicht nur du. Boah. Oh. Ja, das ist, ja. Boah. Komm, krieg die Kurve. Da kommt ein Schneehaufen. Ja, genau. Da kommt ein Schneehaufen, genau. Und den nehme ich natürlich. Weil ich... Oh, Alter. Komm hoch jetzt. Los. Oh. So. Angekommen wieder. Alter. Nein, und was ich sagen wollte. Der kleine Schlepper hier oben, der hat ja ein Räumschild, ne? Ja. Kann man mit einem Räumschild Äste nicht irgendwie effektiver auf Seite schieben? Ja. Fällt dir was auf? Ja. Gut. Ah, ja. Bist du dir sicher, dass du so rum da drunter fahren willst? Na, warum nicht? Ja, wegen dem Zaun. Ja, bloß, durch die Decks kam ich jetzt gar nicht anders. Also. Deswegen, sonst wäre ich ja enger gefahren. Jetzt geht's nämlich wieder komischerweise. Vorhin war es ein little bit extrem. Dup-di-dup-di-du. Also das Überladevolumen könnte man ein bisschen erhöhen von dem Ding. Ja. Muss man nicht, könnte man aber. Genau. Ja, sorry, hab meine Flaschen noch eben zugemacht. Hallo. Mal heimlich was getrunken. Das sind sie wieder, die heimlichen Trinker. Ja. 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 Ach ja. Und runter und ab über die Brücke. Ja, ich nehme den einfachen Weg. Mach schön über geräumte Straße. Über geräumte Straße und gemeinen KI-Verkehr. Oh ja. Aber die fahren ja ohne Rücksicht auf Verluste, ne? Ja. Vor allem, wenn es um deinen Hänger geht. Oh ja.
Aber da hat die ganze harte Arbeit sich ja bald gelohnt. Hoppala. Da hat der Server sich gerade geräuspert. Oh. Schluck auf. Mhm. Guck mal, ob der KI immer noch da steht. In der Straße. Hm. Na, bestimmt. Nee. Nicht. Okay. Da haben sie, hat die KI sich wohl wieder eingekriegt. Scheinbar. Hm. Aber ich will jetzt gleich mal Interesse haben, was gucken. Und zwar, die Fortuna haben ja auch zwei Karren. Das Pack. Ja, ja. Ich würde mal gerne wissen, wie groß die sind. Vom Volumen jetzt her. Weil die sind kompakt gebaut. Hm. Weil die Fortuna-Sachen sind ja alle kompakt gebaut. Ja gut, 52.000 und 52.000 Liter, ne? Okay. Aber für die große brauchst du schon 250 PS. Ja. Oder ist mit 250 PS angegeben? Aber ich muss sagen, die Hackschnitzel bringen nicht viel ein. Das ist dann wirklich Masse. Ah, vielleicht haben wir Glück und beim Spulen auf Frühling kriegen wir eine Nachfrage. Ja. Kann ja auch passieren. Das wäre schön. Weil wir haben da ja noch mehr als genug liegen. Klar. Dann suche ich die Fräse jetzt mal raus, die Tage. Ja. Dass man dann das einer weitermachen kann, Bäume roden, du im Normalfall. Richtig. Und ich dann die kleinen Äste durchballern kann. Mhm. In der Zeit. Ja. Dass da mal wieder was Ordnung reinkommt da oben. Ja. Ist ja nicht mehr schön. Nee. Hier unten steht schon wieder KI-Verkehr. Oh, leck. Ja. Meine lieben Freunde, aber ich sehe schon, das Ende naht. Das Ende. Entschuldigung. Ja. Ich wollte jetzt einfach mal diabolisch sein. Jo, man hat es gemerkt. Oder auch nicht, ne? Ja, oder auch nicht, aber das war das Schild. Straßenschild, das musst du jetzt so. Ja, man kann ja auch nicht immer alles verschonen, ne? Nö, auf jeden Fall. Und hier kommt KE-Verkehr, den verschone ich eigentlich eh nie. Aber hier von der Stadt schon der KE-Verkehr auch, nee. Und lass mich raten, der Typ, der biegt hier ein, genau. Oh. Jawohl, warten. Yay. Komm vorbei, Junge. Oh, jetzt. Bleib jetzt. Oh,
Ich wollte sagen, wenn du jetzt dort stehen bleibst, ich hack dir die Pfoten ab. So. So, was ich sagen wollte, meine lieben Freunde. Ich werde jetzt, denke ich mal, an der Stelle hier dann auch mal die Folge abschließen. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und fürs Einschalten. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr wieder in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und natürlich lasst gerne Feedback da, ne, damit wir auch wissen, was wir besser machen können oder was, wo ihr da Lust zu habt. Und in dem Sinne würde ich mich verabschieden. Daniel, du? Ja, ich sag auch nur noch Tschüss. Tschüss.